Prominente Unterstützung für US-Präsident Joe Biden im Wahlkampf. Der Demokrat, der sich für eine weitere Amtszeit bewirbt, begibt sich mit Ex-Präsident Barack Obama zu einer Veranstaltung in New York. Mit dem weiteren demokratischen Ex-Präsidenten Bill Clinton sammelt er eine Rekordsumme von umgerechnet rund 23 Millionen Euro ein. Mehr als Bidens republikanischer Rivale Donald Trump im gesamten Monat Februar. Biden verfügt damit derzeit über eine besser gefüllte Wahlkampfkasse als Trump. Dieser nahm etwa zeitgleich an einer Totenwache für einen getöteten Polizisten im Bundesstaat New York teil. Trump muss einen Teil des gesammelten Geldes für die Anwaltskosten in seinen zahlreichen Gerichtsverfahren einsetzen. Trump und Biden haben sich in den Vorwahlen die nötigen Delegiertenstimmen gesichert, um bei der Wahl am 5. November erneut ins Rennen geschickt zu werden. Damit kommt es zu einer Wiederauflage des Duells von 2020. Aus ihm ging damals Biden als Sieger hervor.